Von Frankreich geht es ab nach Österreich in die Steiermark und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Österreich Grand Prix. Die Streckendetails. Am 30. Juni beginnt die 31. Ausgabe des Österreich Grand Prix in Spielberg. Von 1970 bis 1978, von 1997 bis 2003 und seit 2014 findet der Grand Prix in Spielberg statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 10 Kurven, 3 Linkskurven und 7 Rechtskurven. Von allen Grand Prix im Kalender die wenigsten. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 323 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man viermal im achten Gang. Insgesamt 32 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2272 im Rennen. Auch das sind die wenigsten. Die Boxengasse hat eine Länge von 290 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 50%, der Vollgasanteil liegt bei 56%. In den bisher 30 Ausgaben des Österreich Grand Prix in Spielberg gewann 8-mal der Pole-Setter, was einer Quote von 26,6% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als gering. Gefahren wird 71 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 307,020 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4.326 Meter. Das DRS darf dreimal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Start-Ziel-Geraden, zwischen den Kurven 1 und 3 und zwischen den Kurven 3 und 4. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Supersoft-Soft-Strategie von Max Verstappen. Schnellster Pilot im Feld war Kimi Räikkönen mit 327,6 km/h. Die schnellste Rennrunde ging ebenfalls an den Finn mit einer 1.6957, gefahren in Runde 71. Lewis Hamilton führte bis Runde 25 den gesamten Grand Prix an, dann übernahm Max Verstappen bis ins Ziel. Schnellster Boxenstopp war der von Lewis Hamilton, seine Zeit war eine 20,980 in Runde 52, seine Standzeit war eine 2,44. Die schnellste Standzeit schaffte die Boxencrew von Daniel Ricciardo mit einer 2,18. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 224,233 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1.6957, gefahren von Kimi Räikkönen aus dem Jahre 2018 mit seinem Ferrari SF71H. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Valtteri Bottas 2018 mit einer 1.3130. In Spielberg werden die Mischungen C2, der harte Reifen, C3, der Medium und C4, der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Ultrasoft, Supersoft und Soft gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund von vielen schnellen Geraden und kaum Kurven braucht der Bolide ein Setup mit wenig bis sehr wenig Abtrieb. Schwierige Kurven. Kurve 1, harte Bremszone. Hier sollte man auf den inneren Curb aufpassen, denn beim Überfahren kann man zum Beispiel im Qualifying seine Zeit schnell aberkannt bekommen. Kurve 3, die langsamste Stelle auf der gesamten Strecke. Hier fährt man mit nur etwa 67 km/h durch die Kurve. Hier kann man sich auch leicht verbremsen. Kurve 4, 5 und 6. Hier kann man im Kiesbett landen, wenn man zu weit nach außen kommt. Kurve 10. Hier sollte man nicht vollständig über den inneren Curb fahren, da der Bolide aufsetzen könnte und eine gute Quali-Runde futsch wäre. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 2002 kam es in der 44. Runde zu einem schweren Unfall zwischen Heidfeld und Sato. Der Deutsche verlor die Kontrolle über seinen Boliden und krachte rückwärts in den bereits nach rechts fahrenden Sato. 2002 kam es auch zum Skandalrennen von Ferrari, wo man Rubens Barrichello den sicher geglaubten Sieg noch mittels Teamorder verhinderte und stattdessen Michael Schumacher den Sieg schenkte. 2015 kam es auf der DRS-Geraden in Runde 1 zu einem Crash zwischen Kimi Räikkönen und Fernando Alonso, wobei der Spanier sozusagen auf dem Boliden des Finn zum Stehen kam. Räikkönen hatte Ausgangskurve 3 Wheelspin und schob den zweifachen Weltmeister in die Leitplanken. 2016 kam es in der letzten Runde zwischen dem führenden Rosberg und Hamilton zu einem Crash, wobei der Frontflügel von Rosberg abriss und er dadurch die Führung verlor. Er wurde nur Vierter. Teamkollege Hamilton siegte. 2018 kam es zu einer Seltenheit, nämlich den Doppel-DNF von Mercedes, was es seit Spanien 2016 nicht mehr gab. Bottas schied mit Hydraulikproblemen aus, während Hamilton mit Benzindruckproblemen aufgeben musste. Die bisherigen Sieger des Österreich Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Österreich. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.